Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine von 6 politischen Stiftungen in Deutschland. Diese Stiftung ist sozusagen nahe einer politischen Partei. Das ist in dem Fall die Partei Die Linke in Deutschland. Wir machen Arbeit zu, sag ich mal, linken Zielen, also um gegen die neoliberale Handelspolitik Bildungsarbeit zu machen. Wir haben neben der Zentrale in Berlin und den einzelnen Büros in den Ländern in Deutschland, haben wir eben auch Stiftungsbüros weltweit. Und da machen wir politische Bildungsarbeit. Und wir haben Büros in Quito, in Hanoi, in Südafrika, in Dar es Salaam und so weiter. Und ein Büro ist eben auch in Brüssel. Das ist hauptsächlich zuständig für Begleitung der EU, sage ich mal. Also Demokratieentwicklung. Und einer unserer Schwerpunkte ist eben auch Handelspolitik, also globale Machtverschiebung. Und unter diesem Schwerpunkt haben wir uns auch angefangen, eben in der sozusagen Netzwerkmöglichkeiten für dieses Anti-TTIP-Netzwerk zu bieten. Das heißt, wir haben, das ist jetzt unsere dritte Konferenz, die wir machen mit dem Anti-TTIP-Netzwerk. Wir haben im Dezember damit angefangen, hatten im März ein großes transatlantisches Treffen mit amerikanischen Partnern auch und wollen sozusagen somit die Netzwerkbildung fördern. Auf der anderen Seite machen wir natürlich auch Netzwerkbildung für Parlamentarier. Das heißt, wir haben zum Beispiel heute Morgen ein großes Netzwerktreffen von europäischen Parlamentariern gemacht, die sich auch gegen TTIP engagieren, weil wir glauben, dass gegen TTIP muss man eine breite Front bilden, sage ich mal. Das heißt, Mitglieder und Funktionäre aus NGOs, aus Gewerkschaften, aus Parlamenten in Europa und in den USA müssen zusammengebracht werden, um gemeinsame Strategien zu entwickeln. Wir beauftragen sozusagen Wissenschaftler oder Experten, die machen für uns Publikationen. Da haben wir mit dem John Hillary von War on Want eine Publikation gemacht, die haben wir jetzt in mehrere Sprachen übersetzen lassen und dann gehen wir mit diesen Publikationen, weil wir machen klassische Bildungsarbeit, gehen wir eben in verschiedene Länder und machen da Bildungsarbeit zu, in diesem Fall TTIP, also zu Handelsabkommen. Naja, wie ich zu Beginn gesagt habe, wir setzen uns dafür eine, sage ich mal, sozial gerechte, demokratische, ökologische Weltordnung ein und diesen drei unseren Schwerpunkten widerspricht dieses Handelsabkommen fundamental. Also TTIP heißt Entdemokratisierung. Wenn TTIP umgesetzt werden würde, dann es gibt diese zwei Schlagworte. Das eine sind die Schiedsgerichte, ISDS. Das heißt, dass Konzerne Staaten verklagen können auf Schadensersatz, wenn Investitionen bedroht sind. Es gibt da eine ganze Reihe von Beispielen. In Deutschland haben wir das große Beispiel Vattenfall, das über eine ISDS-Klage gegen den Atomausstieg klagt oder für Kompensation gegen den Atomausstieg. Das heißt, da kann sozusagen in demokratische Entscheidungen der Länder eingegriffen werden, indem Unternehmen horrende Summen fordern. Das gibt es überall auf der Welt, weil es gibt ja jede Menge bilaterale Handelsabkommen, wo solche ISDS-Klauseln drin sind. Und das soll eben mit TTIP sozusagen für zukünftige Handelsverträge festgezurrt werden. Das zweite ist die sogenannte regulatorische Kooperation. Das heißt, dass Interessenvertreter von Konzernen von Anfang an in der Gesetzgebung mitmischen dürfen, auf beiden Seiten des Atlantiks, von beiden Seiten. Das heißt, amerikanische Konzerne können schon ganz früh in Gesetzgebungsprozesse eingreifen. Und das ist im Prinzip eine schleichende Abschaffung der Demokratie.